Sea of Thieves ist heute rausgekommen und ich zeige euch jetzt, wie ihr das Ganze kostenlos spielen könnt. Für alle, die sich noch nicht sicher sind, ob sie jetzt Sea of Thieves kaufen wollen und die noch nie den Xbox Game Pass hatten, gibt es hier die Lösung. Ihr könnt auch am PC oder eben an der Xbox einfach in den Microsoft Store gehen, gebt da Xbox Game Pass ein und testet das Ganze 14 Tage lang. Dieser Test ist natürlich kostenlos und nach 14 Tagen fallen dann aber Kosten in Höhe von 10 Euro plus Steuern jeden Monat an. Das heißt, wenn ihr den Game Pass nicht mehr behalten wollt, solltet ihr das Abonnement nach 13 Tagen auf jeden Fall kündigen, um da auf der sicheren Seite zu sein. Selbst wenn ihr den Game Pass eben schon mal hattet, könnt ihr so das Spiel für 10 Euro plus Steuern mal austesten. Also für alle PC-Spieler, geht einfach in den Microsoft Store, schließt da ein Abo ab, ihr müsst natürlich eine Zahlungsmethode eingeben, und nach 13 Tagen und 23 Stunden kündigt ihr das Ganze und ihr seid auf der sicheren Seite. Ich finde, das ist eine super Möglichkeit, um hier in dieses Spiel reinzuschnuppern. Wer sich jetzt schon sicher ist, weil er die Beta gezockt hat oder aus anderen Gründen, der kann natürlich auch so zuschlagen, gar keine Frage. Aber allen anderen würde ich erstmal empfehlen, testet es ruhig aus, warum nicht? Wenn es so eine Möglichkeit gibt, sollte man das doch ausnutzen. Noch ein paar grundlegende Infos zum Spiel. Ich habe ja schon ein Bevor ihr spielt rausgehauen, aber Sea of Thieves ist ja ein Piratenspiel, heute rausgekommen. Am 20.03.2018 ist es ein Spiel, was Fokus auf Koop und Multiplayer setzt. Ihr werdet viel PvP-Action haben, also gegen andere Piraten auf den Meeren antreten, die Schiffe kapern und euch selbst natürlich beschützen. Sehr, sehr coole Sache. Es gibt keine wirkliche Storyline, dafür aber eine große Zahl von Nebenquests, die ihr erledigen könnt, und ihr schreibt eure Geschichte quasi selber in diesem Game. Ich freue mich darauf, das mal auszutesten. Haut mir mal in die Kommentare, wie euch das gefällt und ob euch die Möglichkeit gefällt, dass wir das hier kostenlos ausprobieren können. Abonniert meinen Kanal auf jeden Fall. Ich halte euch hier zu aktuellen Themen im Bereich Gaming auf dem Laufenden, gebe euch Tipps und Tricks und ihr seht auch Gameplay. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Fragnard.